von ihm? Ja, das ist eine gute Frage und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Meet Exodus. Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Bring uns einfach zu ihm. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du? Na dann, auf. Hier entlang, die Station ist in der Nähe. Gut zu wissen. Welche Station ist das? Welche? Natürlich der Prospekt. Nur noch ein Abschnitt bis zum Institut. Nicht mehr weiter, John. Sehr gut. Moment. Alles klar. Komm schon. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Aber was wollen Sie im Institut? Ein Kommentar. Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz. Mehr kann ich nicht sagen. Ein Einsatz im Institut? Aber da gibt es kein grünes Zeug mehr. Grünes Zeug? Was ist das? Das wissen Sie nicht? Moment mal. Von welcher Station kommen Sie? Ich will die Köder mal wegmachen. Archon kommt von der Ausstellung und ich von der Police. Hä? Wo ist das denn? In Moskau, Soldat. Okay. Halt! Verdammt! Helfen Sie mir! Na los. Bitte! Ich kann leider nicht viel machen. Aber das Viech ist jetzt eh down. Komm her, du hässliches Ding, Alter! So, down. Oh, mal sehen, wie euch das gefällt! Das ist wirklich keine Munition mehr für mich. Noch mehr von den Viechern. Friss eine Granate! Gefällt euch das, hä? Ja. Und du hast das da. Noch mehr, Leute? Scheinbar nicht, okay. Hier sind wir fertig. Gefreiter Kletnikow, du kannst jetzt rauskommen. Hey, wo bist du hin? Der hat sich wieder verpisst, der Teil. Gerade weggelaufen? Wie sollen wir ihn jetzt finden? Wir hätten ihn nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich bin hier. Er lebt noch. Ha, waren doch nur ein paar Mutanten. Ja. Sind Sie wirklich aus Moskau? Ja. Ich bin Oberst Miller. Anführer einer Spezialeinheit. Und Artyom hier ist einer meiner Untergebenen. Wir sind mit einem Zug aus Moskau gekommen. Wow, das ist cool. Warten Sie einen Moment. Ich öffne das Tor. Ach, da oben ist er. Oder? Durch. Wunderbar. Tür zu. Köder mal mit. Weißt du, wofür man das brauchen kann? Ich dachte, sie wären Aufständische. Wissen Sie nicht, hier gab es einen Krieg? Das haben wir bemerkt. Dann können wir nicht hoch. Okay, kommen wir nicht ran. Alles gut. Egal. Wir
gemütlich habt ihr es hier. Wo sind denn alle? Papa ist in einem Einsatz und sonst ist hier niemand. Zumindest nicht seit dem Krieg. Was habe ich hier gefunden? Oh, ich hab Munition wieder. Wenn es auch nur wieder nur 9 Kugeln sind, aber es ist etwas. Und die haben wir wieder. Jawoll. Ich hab wieder Munition. Ich bin wieder auch näher. Das ist das Tal, wo Aljoscha und du euch verlaufen hattet. Wo hast du die hergefreit? Vor einiger Zeit hatten Stalker die vom Satellitenkontrollzentrum mitgebracht. Dein Vater ist also in einem Einsatz? Ich will Wann kommt er zurück? Das weiß ich nicht. Wann ist er denn gegangen? Was haben wir lesen? Vor einem Monat. Und seit 3 Wochen. Eine neue Notiz. Wie dauert der? Ah, okay, das ist klar. Das sind alles Befehle. Okay, dann ich scroll nur runter. Ich lese jetzt nicht alles. Ich verstehe. Weißt du denn, wohin er gegangen ist? Was war sein Auftrag? Wo war gerade eine... Er ist zu diesem Satellitenkontrollzentrum gegangen. Wir wollten die Stadt im Frühling verlassen. Deshalb wollte er die Einschlagkarte holen, damit wir einen sauberen Ort finden können. Alles klar. Gefreiter, wir müssen mal dein Funkgerät benutzen. Lass uns die Aurora kontaktieren, Archon. Ich werde die Karte besorgen und das sollten Sie wissen. Hört ihr mich, Aurora? Miller hier. Herr Oberst, ich höre Sie laut und deutlich. Wie sind Sie ins Funknetz gekommen? Planänderung. Wir haben Überlebende gefunden. Sie sagen, das Satellitenkontrollzentrum existiert noch. Ich hole dort die Karte, während Artyom ins Institut geht. Verstanden, Herr Oberst. Wie geht es Anna? Sie schläft. Beeilen Sie sich aber. Katja sagt, Anna wird bald wieder einen Anfall haben. Und sie ist zu schwach. Bitte kommen, Aurora. Ende. Scheiße. Habt ihr verstanden, Aurora? Ende. Verdammt. Wieder nur Rauschen. Archon, wenn sein Vater wirklich einen sauberen Ort gefunden hat, dann ist das die Chance für Anna, für die Jungs, für uns alle. Die Chance, ein richtiges Leben zu führen. Oh bitte, das wäre super. Ich werde die Karte besorgen. Wir treffen uns hier, sobald du das Medikament besorgt hast. Warten dann holen Sie, wir den Wagen. Rein, Ex, können Sie mich raus. Wir haben noch 3 übrig. Papa hat sie für unsere Flucht aus der Stadt aufbewahrt. Großartig, danke. Artyom, mach dich derweil startklar. Ja, ich brauche heute nicht. Sogar eine Werkbank. Wo? Übrigens kannst du mein Schienengewehr haben, wenn du willst. Wo du hingehst, könnte es nützlicher sein. Oh, da kann ich Munition herstellen, ne? Vergiss die Munition nicht. Hm. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Vergiss nicht, ein paar Filter wieder aufzubereiten, Archon. Später haben wir keine Zeit mehr. So. Sag mal, Kirill, wie ist es dazu gekommen, dass nur du und dein Vater überlebt haben? Ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition auf der Waffe, hä? So kriege ich keine Munition auf die Waffe. Das Komitee schickte Soldaten und ein Krieg brach aus. Einige starben dann im Kampf, andere im Feuer. Wir waren nicht genug, um die Eingänge zu bewachen. Ich muss Bauteile zulegen. Ich brauche nämlich gar keine Sniper-Waffen. Keine Sniper-Waffen. Ich brauche nämlich die andere Munition. So, jetzt. Aha, hier ist sie. Wenn ich das richtig sehe, ist dieser Belüftungsschacht unser Ausgang zur Station. Ja, der. Dann gehen Sie durch die Station und nehmen den rechten Tunnel. Ganz einfach. Nehmen Sie einen Schluck, wenn Sie sich krank fühlen. Vielen Dank. So konnten Sie also überleben. Hm.
Na dann auf. Bist du bereit? Viel Glück. Vergiss nicht, wofür wir das machen. Ja. Das Leben meiner Tochter, deiner Frau, liegt jetzt in deinen Händen. Und jetzt los. Na dann auf. Bauteile geholt. So, wir nehmen alles mit, was hier noch so rumliegt. Von der Munition, sehr schön. Sehr gut. Ja, hau doch mal ab. Da. Mistvieh. So, die ist auch tot. So. Zumindest die erste so kleine. So, drei Schläge brauchen die Missviecher, ja.
die Munition mal mitnehmen. Was auch immer da jetzt auch drin ist. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr viel. Alter. Was aufmachen, drehen, wie auch immer. Wer weiß, wofür es gut ist. Die Viecher wieder angelockt, oder was? Hier ist auch noch okay. Kann man nicht aufmachen, schade. So. Ich nehme alles mit, was hier so geht. Was haben wir denn auf der Karte aufstehen? Ach, wir müssen da unten. Oh Gott, wir müssen so weit laufen. Ich muss erst mal gucken, dass wir hier rauskommen, ne? Ist dumpf. Maschinengewehr. Ist das so, wo wir wieder hier rauskommen? Machen. Und im nächsten Teil sehen wir dann im nächsten Part.